Danke, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Minister, dass Sie zu uns gekommen sind. Die deutsch-französische Freundschaft war ja historisch immer das Herz der europäischen Einigung. Und sehr viel ist an Positiven erreicht worden, weil Deutschland und Frankreich ein so enges Verhältnis gehabt haben. Nun scheint sich dieses Verhältnis in letzter Zeit sehr eingetrübt zu haben. Der Vorsitzende der Sozialistischen Partei wird damit zitiert, dass er Herrn Schäuble, ich zitiere jetzt, eine unerträgliche, inakzeptable und kontraproduktive Frankreichfeindlichkeit unterstellt hat. Das sind Töne, die man von guten Freunden, seit Jahrzehnten guten Freunden, eigentlich nicht erwarten würde. Der Grund dafür ist, dass Herr Schäuble gesagt hat, dass man das französische Parlament am besten zwingen sollte, Entscheidungen so zu treffen, wie Herr Schäuble das für richtig hält. Nun ist es in der Tat so, dass die französische Wirtschaftspolitik Entscheidungen gefällt hat, die am Rande dessen sind, was in Europa heutzutage üblich ist. Der Anteil der französischen Staatsausgaben am Bruttoinlandsprodukt ist, glaube ich, der zweithöchste in der gesamten OECD. Und der Anteil der Sozialausgaben Frankreichs am Bruttoinlandsprodukt Frankreichs ist der höchste OECD-weit. Das beides geht einher mit einem Defizit, was augenscheinlich nicht unter Kontrolle bekommen wird von der französischen Regierung. Da kann man natürlich verstehen, dass vielleicht der Wunsch besteht, Frankreich zu irgendwelchen Dingen zu zwingen, wenn man der Auffassung ist, dass man eine gewisse fiskalische Harmonisierung in Europa bewerkstelligen müsse. Aber die Frage ist natürlich, ob das mit demokratischen Vorstellungen kompatibel ist. Ob nicht jedes Volk in Europa die Entscheidungen treffen können sollte, die es nun einmal für richtig hält. Und wenn man eine starke soziale Absicherung möchte, dass man dann auch das Recht hat, vielleicht ein langsameres Wachstum und geringere Leistungsanreize in Kauf zu nehmen. Die Frage ist also, würden Sie nicht sagen, dass es vernünftig ist, diese Form von nationaler Souveränität Frankreichs auch zu bewahren und dass dieser Wunsch nach Souveränität dann im Widerspruch dazu steht, dass die wirtschaftspolitische Steuerung in der Eurozone jetzt noch weiter verstärkt werden soll und stärker regulierend und steuernd auf die Fiskalpolitik der einzelnen Staaten Einfluss genommen wird? Vielen Dank. Ja, aber das ist eben Europa. Das ist Europa. In jedem unserer Länder müssen wir das tun, was gut ist für jedes unserer Länder. Unter Achtung natürlich der nationalen Souveränität. Wenn diese nationale Souveränität ja auch Teil der Verträge ist, die uns verbindet, die Besteuerung, die Fiskalität, das ist ja etwas, was im Augenblick im Bereich der nationalen Souveränität fällt. Aber der Haushalt auch, ja, unsere Parlamente verabschieden diese Haushalte. Es gibt dann einen Austausch, eine gemeinsame Beaufsichtigung, denn wir haben ja die gleiche Währung im gleichen Wirtschaftsraum. Das, was beim Nachbarn geschieht, hat ja auch Konsequenzen für uns. Das Kernstück, das Herzstück Europas ist einerseits die Souveränität eines jeden Landes und dann die Entscheidung, die diese Völker wünschen, aber in Solidarität. Und alle Entscheidungen, die wir in Frankreich treffen, also Sie haben ja am Anfang gesagt, diese Feindlichkeit in der Diskussion im Augenblick zwischen Deutschland und Frankreich, aber wir machen es nicht, weil wir gezwungen sind, sondern weil es gut ist für Frankreich erstens und zweitens, weil wir wissen, dass es gut sein wird für Europa. Und ich sollte eigentlich gar nicht sagen, erstens und zweitens, sind beide sind genauso wichtig. Es ist gut für Frankreich und es ist gut für Europa, dass Frankreich sich jetzt in einer Situation befindet, diese Haushaltsverpflichtung, nämlich Verringerung des Defizits einhalten sollte. Erstens, weil es gut ist für uns, denn wir können uns nicht erlauben, immer mehr Schulden aufzubauen, denn das wird uns Probleme bescheren. Die Märkte haben Vertrauen in uns, wir kriegen billiges Geld, fast genauso billig wie in Deutschland oder in anderen Ländern, aber das muss man ja auch verdienen, dieses Vertrauen muss man auch verdienen, aber wir machen das
in dieser Solidarität, die absolut notwendig ist. Ich werde es anders formulieren. Ein Land wie Frankreich ist ja das zweite Land wirtschaftlich betrachtet, das zweite Land in Europa. Und jeder wird mir zustimmen, wenn ich sage, Frankreich hat eine Rolle. Man sollte nicht sagen, die Geschichte, aber auf jeden Fall die europäische Realität gibt Frankreich diese Rolle. Frankreich hat Verantwortung, sich selbst gegenüber, aber auch Europa gegenüber. Und das, was ich will, ist, dass Frankreich auch die Verantwortung der eigenen Bevölkerung gegenüber einhält. Das ist ja unsere Verantwortung als Regierung, Parlament, das vom Volk gewählt wurde. Aber Frankreich sollte auch die europäischen Verpflichtungen einhalten und damit zum französisch-deutschen Dialog zum Schluss. Es kommt vor, dass ich in der deutschen Presse Erklärungen des einen oder anderen Politikers in der einen oder anderen Partei lese, die vielleicht unangenehm sind für Frankreich. Aber das gehört einfach zur Diskussion. Das gilt aber auch für Frankreich, Deutschland gegenüber. Und eines kann ich Ihnen sagen. Es kann nichts in Europa gelöst werden, wenn es eine Opposition, einen Widerstand zwischen zwischen Frankreich und Deutschland gibt. Ich werde es anderes formulieren. Nichts kann geschehen in Europa, wenn es nicht eine Konvergenz der Einstellung zwischen Deutschland und Frankreich gibt. Und was entscheidend ist, diese Übereinstimmung der Ansichten zwischen Deutschland und Frankreich muss ja auch in Harmonie sein mit den anderen Ländern. Das ist das, was uns zusammenführt und sammelt. Und das ist meine Meinung, was den deutsch-französischen Dialog anbelangt. Und ich verstehe mich eigentlich sehr gut mit Wolfgang Schäuble, auch wenn er manchmal Unangenehmes sagte. Aber wenn wir direkt miteinander reden, ist es niemals unangenehm.